Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Forum Wirtschaftsspezial von Phoenix. Wir sind zu Gast auf der Invest, einer Anlegermesse in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Nicht nur der Südwesten Deutschlands, das gesamte Land hat in den vergangenen Jahren von den Erfolgen der heimischen Industrie und Unternehmen sehr profitiert. Unser Wohlstand ist eng mit dem Export verbunden, den unsere Wirtschaft mit ihren Produkten erzielt hat. Aber es mehren sich doch die Anzeichen, dass die Rahmenbedingungen deutlich schlechter werden. Das Brexit-Drama, der Handelskonflikt mit China, aber eben auch Turbulenzen innerhalb der Europäischen Union nähren Sorgen. Die Schuldenstände Frankreichs wachsen, die Arbeitslosigkeit in vielen Ländern Südeuropas bleibt hoch und auch Jahre nach den Hochzeiten der Eurokrise wanken Banken. Daher fragen wir heute, droht uns eine neue Rezession, eine neue Eurokrise? Das ist unser Thema und ich freue mich sehr, Ihnen unsere Gäste vorzustellen. Da ist zu meiner Linken Dr. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Weidenfeld, bei uns. Zu meiner Rechten Professor Ottmar Issing, Center for Financial Studies und ehemaliger Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Links außen, wobei das natürlich keine politische Äußerung ist, Professor Gabriel Felbermayr, Direktor des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Und last but not least, Hans-Jörg Naumer, Chefanalyst bei Allianz Global Investors. Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Professor Felbermayr, der Wachstumsmotor Deutschlands, die Industrie, der schwächelt nicht nur. Einige Ihrer Kollegen bezeichnen deutsche Industrie als im freien Fall befindlich. Wie schlimm steht es aus Ihrer Sicht um die Industrie in diesem Land? Es ist schon bemerkenswert, dass sich die Industrie, vor einem Jahr haben wir noch von Erfolgen gesprochen, von einem echten Motor, dass die Industrie sich jetzt so schwach darstellt. Die letzten Zahlen sehen nicht gut aus, auch die Industrieproduktionszahlen, die ganz aktuellen. Es könnte durchaus sein, dass wir jetzt zwei Quartale hintereinander einen Schrumpfen der Industrie sehen und dann würden wir von einer technischen Rezession schon sprechen, natürlich nur im Industriesektor. Was aber auch interessant ist, ist, dass der Dienstleistungssektor sich als sehr stark und robust darstellt. Das ist vielleicht das größte Rätsel, vor dem wir stehen. Die Schwäche einerseits der Industrie, ganz ausgeprägt und ganz ungewöhnlich, und die Stärke des Dienstleistungssektors auch ganz ausgeprägt und nicht das, was wir als klassische Stärke Deutschlands bisher gesehen haben. Wir befinden uns ja irgendwie auf dem Höhepunkt schon seit längerer Zeit des Brexit-Dramas. Wie viel hat uns dieses Hickhack, ob in oder out, eigentlich schon gekostet? Und vor allen Dingen, wie teuer wird das noch? Also das weiß ich nicht, wie teuer das werden wird, weil wir nicht wissen, was der Brexit überhaupt bedeutet. Wir reden gerne von einem harten Brexit, aber das würde unterstellen, dass auf beiden Seiten Zölle eingeführt werden und dass man beginnt, wieder die LKWs zu kontrollieren, so wie wir das an den Außengrenzen tun, zwischen Bulgarien und Türkei zum Beispiel oder Polen und der Ukraine. Da gehört schon auch eine gewisse, sage ich mal, ein Wille dazu, wirklich Schaden anzurichten. Wenn der harte Brexit, selbst also im schlimmsten Fall eines nicht vertraglichen Auseinanderbrechens, mit einem guten Willen begleitet wird, wenn da nicht böswillig Barrieren eingebaut werden, auf die man verzichten könnte, dann wären die Schäden sehr viel kleiner. Dann reden wir so von einem halben Prozent vielleicht für die deutsche Volkswirtschaft an Wirtschaftsleistung. Was wir aber schon sehr deutlich wissen, ist, dass seit dem Referendum, 23. Juni 2016, die britische Wirtschaft sich entfernt hat von dem Niveau, das sie gehabt hätte ohne diesen Ausgang des Referendums. Da gibt es ganz seriöse Abschätzungen und da fehlen mittlerweile schon 2,5% der Wirtschaftsleistung, obwohl noch gar nichts wirklich passiert ist. Das zeigt, wie teuer der Brexit jetzt schon ist für die Briten und weil das Vereinigte Königreich ein wichtiger Absatzmarkt ist für die deutsche Industrie. Der viertwichtigste ist diese Schwäche Großbritanniens seit dem Referendum auch für uns schon seit längerer Zeit ein Thema. Frau Weidenfeld, wie lange werden wir die Folgen dieser ganzen Brexit-Debatte und Problematik in Deutschland und Europa eigentlich noch spüren? Naja, es kommt darauf an, wie es ausgeht. Nicht? Also wenn das, was sich jetzt andeutet, die erste Verschiebung, die zweite Verschiebung, wenn sich das fortsetzt, dann werden wir eben Unsicherheit haben, man wird weniger investieren in Geschäfte, die sehr stark vom britischen Markt abhängen oder die sehr stark mit dem britischen Markt verflochten sind. Aber wenn am Ende sich alle daran gewöhnen, dass eben immer wieder verschoben wird und am Ende Großbritannien mehr oder weniger entweder in der Europäischen Union, aber zumindest in der Zollunion bleibt,
dann wird man sich daran gewöhnen und auf dem niedrigen Niveau dann sich einrichten. Wenn es tatsächlich eine weitere politisch tiefe Krise und Zerrissenheit in der britischen Gesellschaft gibt, wenn es dann am Ende einen harten Brexit geben sollte, dann wird uns das eine ganze Weile beschäftigen, weil es ja nicht nur um die Frage geht, welche Zölle werden wann erhoben, sondern auch um wirklich schwerwiegende Haftungsfragen. Was ist denn mit Produkten, die in Großbritannien in der Lieferkette hergestellt werden, die bisher unter den europäischen Rechtsrahmen ohne weiteres fielen, die dann eben zum Teil anerkannt, neu zertifiziert, neu eingerichtet werden müssen. Und dann wird uns das eine ganze Weile beschäftigen. Wir haben ja das Beispiel Airbus, wo Tom Enders sagt, wir werden diese Airbus-Flügel, die wir bisher in Großbritannien gefertigt haben, die werden wir dann woanders fertigen müssen. Und das dauert eine Weile. Das ist eine komplette Produktionsverlagerung. Es sind 14.000 Arbeitsplätze, die da betroffen sind. Das wird die Briten tiefer, schneller und schmerzhafter beschäftigen als uns. Aber uns wird es eben auch beschäftigen. Was uns auch beschäftigt neben Brexit, das ist ja das eine. Das andere sind die angedrohten US-Strafzölle. Donald Trumps Idee, mit Einführung oder Erhöhung von Zöllen Politik zu machen und das Defizit der Vereinigten Staaten im Handel zu verringern, das ist ja nicht wirklich gut gegangen. 2018, sagt eine Quelle, stieg das Handelsdefizit auf den höchsten Wert seit 10 Jahren. Was passiert denn jetzt eigentlich mit der deutschen und der europäischen Wirtschaft, wenn Trump tatsächlich Zölle auf europäische und damit auch deutsche Autos verhängt? Das wäre eine Kriegserklärung, oder Herr Naumer? Wenn es denn so weit kommt. Also es wird ja meistens dann heißer getwittert, als am Ende Politik dabei rauskommt. Das gilt auch bei Donald Trump. Ich schaue mir mit Faszination an, wie er mit China umgeht. Also er schreit erstmal sehr laut, haut auf den Tisch. Und jetzt mittlerweile merkt man, der Tonfall wird doch ein ganzes Stück sanfter. Also mal abwarten, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe auch die Beobachtung, dass Europa, Deutschland nicht primär im Fokus steht. Also das gehört dazu, das gehört zum Geklapper dazu. Aber im Fokus steht strukturell China. Und dann bin ich bei dem Thema, dass ich sage, wenn wir Handelsstreit diskutieren und schauen wir an Kapitalmärkten im Prinzip, was passiert in den nächsten 3-4 Tagen? Gibt es jetzt endlich einen Deal, der sakrosankt ist, lange angekündigt und beide Präsidenten scheinen sich ja dann doch irgendwie verständigen zu wollen. Na, für mich ist der viel entscheidendere Punkt, es geht bei diesem Handelskonflikt nicht um Sojasprossen und Autos oder PCs oder Ähnliches. Es geht bei diesem Handelskonflikt ganz strukturell um die Vorherrschaft in der Technologieführerschaft und in der politischen Führung. Und da fallen dann so Stichworte wie die Seidenstraße, die ja so ganz nett daherkommend klingt, so ein bisschen Marco Polo auf modern. Das ist eine ganz klare Ansage, wie man einen Wirtschaftsraum für sich nutzen will, vereinnahmen will. Und es gibt die Ansage, in Deutschland noch relativ wenig diskutiert, China 2025 oder sogar eher 2040, im Sinne von, dass China klare Ziele hat, wann der Inlandsmarkt gesättigt werden soll von rein in China produzierten Hochleistungsprodukten, Hochtechnologieprodukten, haben ganz klare Segmente abgegrenzt. Das heißt natürlich, wenn Sie diesen Massenmarkt machen, können Sie mit diesen Skalenerträgen auf die Weltmärkte gehen. Und das ist der eigentliche Konflikt. Also die deutsche Automobilindustrie, wäre meine Vermutung, ist da vergleichsweise bequem aufgestellt. Da mache ich mir weniger Sorgen. Meine Beobachtung ist oder meine Einschätzung ist, dass der Handelsstreit China-USA sich eher verschärfen als entschärfen wird, auch wenn wir jetzt gerade so das Gefühl haben, na, das wird doch ganz nett am Ende ausgehen. Nein, es wird nicht nett ausgehen, es wird noch sehr viel länger fortdauern. Nichtsdestotrotz, Issing, sind auch unsere Beziehungen zu China sehr eng und unser Wohlstand ist eng mit dem Erfolg der Unternehmen in China verbunden. Wie würden Sie denn die Beziehungen Deutschland-China bezeichnen? Ist das gesund oder schon ziemlich gefährlich und heiß gelaufen? Nun ja, auch hier stehen wir an einem Art Wendepunkt, so ähnlich wie Sie es gerade gesagt haben. Die Deutschen sind bisher damit ganz gut gefahren, nach China zu exportieren, Technologie zu exportieren, manchmal unfreiwillig, um es so auszudrücken. Und jetzt stellt man fest, dass man da Konkurrenz mit herzüchtet sozusagen. Aber entscheidend ist, ob es Deutschland, der EU gelingt, hier auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln, dass das, was die Chinesen uns gegenüber praktizieren, die EU gegenüber China praktiziert, ob man durchsetzt,
dass etwa deutsche Investoren nicht mehr mit dieser Klausel, dass sie nicht die Mehrheit erwerben können, weiterleben müssen. Da scheint sich ja einiges zu tun. Bisher war das alles zu bequem, weil es so gut gelaufen ist. Aber die Chinesen, schon immer in der Geschichte, denken strategisch. Während Deutschland vor allem von Jahr zu Jahr denkt, wir freuen uns über jährliche Absatzzahlen, Wachstumsraten. China hat eine strategische Ausrichtung und die scheint in Europa zu fehlen. Und inwieweit das, was Trump tut gegenüber China, Strategie ist oder Gepolter, ich vermag das schwer auseinanderzuhalten. Dann halten wir fest, wir haben Brexit, wir haben die Amerikaner, wir haben die Chinesen. Und das heißt, Frau Weidenfeld, dass am Ende eins sicher ist, nämlich die Wachstumsprognosen werden nach unten korrigiert. Ein Land, das keine Rohstoffe hat wie Deutschland, könnte ja auch auf die Gleichung kommen, wer nichts im Boden hat, muss es im Kopf haben. Also man braucht viel Verständnis dafür, wie hängen Dinge miteinander zusammen. Aber heißt das nicht vor allen Dingen auch, wenn man exportorientiert ist, muss man Produkte haben, mit denen man sehr weit vorne ist, sehr innovativ ist. Sind wir das? Absolut. Also ich meine, das ist das Geheimnis des deutschen Wirtschaftserfolgs immer gewesen, dass Deutschland ein Land eben tatsächlich ohne Rohstoffe ein Land ist. Und gerade die Gegend um Stuttgart zeigt das ja auch. Ein Land der Technologie, ein Land, das mit Maschinenbau, mit Autos, früher auch mit pharmazeutischen Produkten Weltmarktführer war und diese Position auch immer durch Innovation, durch Fortschritt behauptet hat. Wenn man sich heute auf der Hannover Messe umschaut, dann hat man das Gefühl, dass dieses Selbstbewusstsein nicht mehr ganz so strahlend und ganz so satt ist, wie es das vielleicht vor 3-4 Jahren nochmal war. Wir sehen, dass Deutschland im Bereich der künstlichen Intelligenz nicht ganz vorne ist. Wir sehen, dass viele Unternehmen im Bereich von Industrie 4.0 zwar vorne sind, aber man eben nicht sagen würde, der ganze Standort ist einer, der nach vorne geht, der innovativ ist, der rasant und auch dynamisch wächst. Das ist eben nicht mehr so. Die Schwäche der Industrie ist eben einerseits eine Schwäche, die sich aus den Welthandelsunfairnissen ergeben hat, aber zum anderen eben möglicherweise auch, und da stehen wir jetzt tatsächlich an so einem Scheideweg, möglicherweise eben auch eine, die zeigt, dass Deutschland vielleicht nicht schnell genug im Ganzen, in einzelnen Unternehmen ist es anders, aber im Ganzen vorankommt bei der Digitalisierung, bei der Frage, wie man industrielle Produkte und industrielle Produktion vernetzt und wie man eben da die Weltmarktführerschaft, die man heute noch hat, behaupten kann. Wenn wir noch eine Sekunde bei der Automobilindustrie bleiben, Herr Felbermayr, da sind die Deutschen total weit vorne. Jetzt hat der Dieselskandal und die vielleicht etwas zögerliche Umstiegsthematik auf Elektromobilität da dem guten Ruf ein bisschen geschadet. Müssen wir uns Sorgen machen oder sind Sie guten Mutes, dass jetzt, wo da durchgestartet wird, doch deutlich wir das aufholen können, was wir vielleicht bisher verschlafen haben? Ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie im Grunde nach ganz gut aufgestellt ist, aus zwei Gründen. Es gibt starke Marken. Erinnern wir uns an Mercedes-Benz vor 10, 15 Jahren und wie dann die Marke wiedergekommen ist. Ich glaube, die hat diese Kraft ist immer noch da. Ob da jetzt ein Diesel, ein Benziner, ein Hybrid oder ein Elektromotor drinsteckt, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Und wir haben viele dieser Marken. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Skala da ist. Die Automobilindustrie, die deutsche, ist groß. Volkswagen ist ja, nach der Rechnung der erste, der zweite, der drittgrößte Automobilproduzent der Welt. Und das heißt, wenn man da die Energie und das Volumen, das man hat, hinter das Ziel Elektromobilität wirft, dann kann man da, glaube ich, auch ganz viel erreichen. Und deswegen bin ich da guten Mutes. Man kann natürlich nie ausschließen, dass es Managementfehler gibt. Man kann auch nie ausschließen, dass es aus der eigenen Wirtschaftspolitik, im eigenen Land, Gegenwind gibt, ganz erheblichen. Also ich denke, die Dieselproblematik, die hat man hier nicht besonders glorreich aussortiert, sondern im Gegenteil, da hat man noch die Unsicherheit verschärft. Und wenn wir jetzt in der Gemeinschaftsdiagnose geschrieben haben gestern, dass ein Teil des Problems der Automobilindustrie darin besteht, dass die Deutschen ja, mit Kaufentscheidungen abwarten, weil sie verunsichert sind,
ob die Technologie, die sie kaufen können, morgen noch einen Wert hat, dann ist das auch durchaus ein politisches Thema. Nicht? Also was ich sagen will, ist, dass die Industrie aus sich heraus, glaube ich, schon die Kraft und die Chance in sich trägt, aber dass die Rahmenbedingungen nicht immer die besten sind und gerade auch in Berlin nicht immer die besten Leitplanken gelegt werden, gerade für diese zentrale deutsche Industrie. Nun gibt es natürlich, Herr Naumer, auch noch viele andere Industrien, die auch sehr wichtig sind. Maschinenanlagenbau, Pharma, Elektroindustrie. Wie sieht es da aus? Also ich habe insgesamt den Eindruck, dass man die Betrachtung Deutschlands sehen muss als die Amerikaner haben das Internet und wir haben die Things dazu. Also wir reden ja gerne von Internet of Things oder Industrial Internet of Things, was bei uns so als Industrie 4.0 verkauft wird. Und ich habe den Eindruck, wir sind immer noch ein Stück weit Apotheke der Welt in Anführungszeichen. Ich habe den Eindruck, dass wir gute Ingenieursleistungen haben, dass wir wettbewerbsfähig sind. Und das Schlechteste, was uns eigentlich passieren kann in der Situation, in der wir sind, sind zwei Sachen. Zum einen, dass noch mehr Sand ins Getriebe auf Seiten der Globalisierung, also des Welthandels kommt. Und zum anderen, dass wir ja uns aus diesem Wettbewerb versuchen zu absentuieren, indem wir versuchen zu planen, politische Blaupausen vorzugeben und im Prinzip das ausschalten, was uns stark gemacht hat und stark sein lässt, nämlich dass die Firmen ihren Weg finden müssen zum Absatzmarkt. Jetzt ist die Industrie das eine. Deutschland ist berühmt und berüchtigt an manchen Stellen auch für einen sehr innovativen, starken Mittelstand. Kann der Mittelstand das ausgleichen, was in der Industrie runterbricht? Ich habe den Eindruck, das tut er. Und ich habe den Eindruck, dass der Mittelstand in vielen Bereichen komplett unterschätzt wird. Also wenn wir die Zeitungen aufschlagen, lesen wir naturgemäß erstmal über die ganzen großen Industriewerte, die alle irgendwo im DAX 30 und dergleichen unterwegs sind. Aber wenn Sie da mal ein Stück weitergehen, sich die Mittelständler anschauen, die Midcaps, was wir am Kapitalmarkt dann nehmen, also die nächste Riege sozusagen nach den großen, großkapitalisierten Unternehmen, da haben wir zum Teil ja richtige Global Player am Werk. Die fallen Ihnen vielleicht gar nicht spontan ein, wenn Sie über Wirtschaft und über ein Unternehmen nachdenken, aber die sind weltweit aktiv unterwegs, sind große Firmen für ihr Spielgebiet und die sind dominant. Also wir sind gut aufgestellt und von der Arbeitsplatzseite sind wir sowieso im Mittelstand, ist der Mittelstand deutlich wichtiger als die großen Firmen, die AGs, die DAX 30 Werte. Herr Issing, an vielen Stellen kann man lesen, die fetten Jahre sind vorbei. Auch der Bundesfinanzminister, die Politik sagt, das wird so nicht weitergehen. Wie dramatisch schätzen Sie das ein? Nun ja, nach 10 Jahren Expansion musste man damit rechnen, dass diese goldenen Jahre mal zu Ende gehen. Dass dann der Einbruch, der doch ist im Jahr, diesem Jahr so stark ausfallen würde, damit konnte man nicht rechnen. Aber jetzt über den Horizont von 2019 hinaus, denke ich, gibt es schon Gründe, besorgt zu sein. Und ich möchte das nochmal aufnehmen, was Sie gerade gesagt haben. Simon hat ja den schönen Ausdruck der Hidden Champions geprägt. Und von rund 2500 mittelständischen Unternehmen mittlerer Größe, die Weltmarktführer in ihren Nischen sind. Oft sind es Nischen, die für die Großen so uninteressant sind, wo sie innovativ sind. Ich habe letztens eine Auszeichnung auf einer Veranstaltung für ein junges Start-up, nicht Start-up, ein junges Unternehmen erlebt. Die haben ihren Erfolg damit erklärt, dass sie für ihre Produkte garantieren, dass sie weltweit innerhalb von 24 Stunden vor Ort sind, wenn irgendwas passiert. Das ist die Zuverlässigkeit. Dazu gehört auch eine Stammbelegschaft, die mit dem Unternehmen sich identifiziert. Der Chef, der sich organisiert, da brauchen Sie gar keine großen Organisationsberatung haben, die machen das richtig. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Zu den beiden anderen Dingen möchte ich noch hinzufügen. Bei der Automobilindustrie bin ich bedingt optimistisch. Wir sind ja dabei, die Automobilindustrie selber zu zerstören. Und dahinter steckt ja nicht, jetzt geht es gar nicht mehr um den Diesel. Was dahinter steckt, ist ja die Feindschaft gegen die individuelle Mobilität. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo das Erfahren individueller Mobilität eine für mich der ganz großen Errungenschaften ist. Ich finde es ganz toll, wenn die Leute mit dem Fahrrad zum Betrieb fahren und die Umwelt damit schonen, ist alles toll, aber das hört in der Entfernung irgendwo auf. Und wenn ich Verwandte besuchen will, wenn jemand krank ist, also das ist ein unschätzbarer Wert und das muss man abwägen. Und die Gefährdung der
deutschen Automobilindustrie kommt doch mehr von innen als von außen. Aber ich glaube... Kommt bitte, außen. Bitte. Und ein zweites, Herr Gürnis, Sie haben vorhin einen schönen Satz geprägt, ein Land ohne Rohstoffe braucht Köpfe. Das zeigt die Schweiz, Singapur, nicht die großen Länder. Wir sehen es in Afrika, dass Ressourcenreichtum oft ein Fluch ist. Deutschland ist groß geworden, natürlich auf der Basis von Kohle und Stahl. Das ist in der Vergangenheit gewesen. Aber es sind die Köpfe, Ingenieurleistungen, das sind Köpfe, die dahinter stehen. Und da wird es mir Angst und Bange, wenn ich auf das deutsche Schulsystem schaue. Ich komme aus Franken oder Bayern. Und Bayern und Baden-Württemberg waren mal an der Spitze des Bildungssystems. Ich spreche jetzt nicht weiter. In Bayern ist es immer noch so. Wenn ich nach Berlin schaue, was mir Leute erzählen, was ihren Kindern in der Schule angetan wird, ich halte das für verantwortungslos. Verantwortungslos. Man lässt jede Leistungsdruck oder wie das wird Leistungsdruck genannt, ja. Mein Sohn hat auch immer gesagt, oh, Stress, ja. Aber der hat es spaßig gemeint, ja. Der wusste, in der Schule muss man halt was tun und lernen. Aber dort versucht man den Kindern alles zu ersparen. Zeugnisse werden abgeschafft. Um Himmels Willen, wenn Sie mal nach Asien schauen. Also ich bin weit davon entfernt, dass wir unsere Kinder, in meinem Fall sind es die Enkel, sozusagen dem gleichen Druck aussetzen. Davon kann ja keine Rede sein. Aber dort wegwachsen Köpfe nach, die eine größere Gefährdung sind auf lange Zeit, weil wir uns meinen, davon absentieren zu können. Wir sind satt geworden und das erstreckt sich eben auch auf das Bildungssystem, wenn Sie auf die Universitäten schauen. Die Kollegen jammern, dass Studenten etwa in der Ökonomie kommen, die mit der Mathematik nichts anfangen können. Wir haben auch ganz tolle Leute, ja, das darf man nicht vergessen. Lassen Sie uns über Bildung später nochmal. Ich wollte noch mal gerne auf die... Bitte, bitte. Nur zu. Auf die Politik zu sprechen kommen, Frau Weidenfeld. Weil es vorher anklang, Politik, Rahmenbedingungen. Was meinen Sie, wären Steuererleichterungen, Abgabensenkungen eigentlich eher für Unternehmen in dieser Phase sinnvoll oder eher für die Bürgerinnen und Bürger? Na, sowohl als auch. Ich meine, ein Land, das solche Überschüsse hat und sich ganz offensichtlich eine solche Rentenpolitik leisten kann, wie die Bundesregierung das in den vergangenen Legislaturperioden getan hat und auch jetzt tut, ist eigentlich ein Land, oder man kann sich, finde ich, dann schon auch ernsthaft darüber unterhalten, ist ein Körperschaftssteuersatz wie der deutsche noch wettbewerbsfähig, wenn man sieht, dass Großbritannien die Körperschaftssteuer senkt, dass Frankreich es tut, dass die USA das tun. Und da würde man sagen, nein, das ist nicht mehr wettbewerbsfähig, deshalb würde ich immer sagen, an der Körperschaftssteuerbelastung in Deutschland muss man was tun. Aber warum eigentlich nur da? Wir haben einen Solidaritätszuschlag, bei dem versprochen ist, dass er abgebaut wird in dieser Legislatur. Man kann das tun. Wir haben immer noch Überschüsse, obwohl wir in einen enormen Staatskonsum gegangen sind. Und meiner Meinung nach ist es relativ klar und es ist auch eine Aufgabe für einen Staat, zu sagen, man nimmt den Bürgern nicht so viel, wenn man mit dem Geld gut auskommen kann und gut wirtschaften kann. Aber wir diskutieren jetzt hier sogar. Ganz kurz, ich würde noch gerne eine Nachfrage, weil das schließt direkt da an. Wir haben auf der anderen Seite Tarifabschlüsse von bis zu 8%. Was erleben wir in diesem Land eigentlich seit Jahren? Ein Ausbau oder eher ein Abbau des Sozialstaates? Naja, auf der staatlichen Seite ist es ja völlig klar, wir sehen einen Ausbau. Nicht? Also allein die Rentenbeschlüsse, das Kindergeld, das Baukindergeld. Man kann für jedes dieser Maßnahmen eine Begründung finden und man kann auch, und da finde ich, ist es demokratisch völlig legitim zu sagen, wenn wir eine Mehrheit in diesem Land haben, die dafür votiert und die das gut findet, dann muss man es auch machen. Ich würde das nicht wählen, aber wenn es eine Mehrheit gibt, die das tut, dann kann man das tun. Das ist die eine Seite, der Konsum. Und die andere Seite ist doch die, dass man, und da hat Herr Issing doch nicht nur Recht, sondern er hat mehr als Recht. Wenn man es tut, dann muss man auch die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und der Arbeitnehmer und der Beschäftigten eben auch erhöhen. Wenn die so leistungsfähig sind, dass die Tarifabschlüsse von 8% durchsetzen können, prima. Ich meine, dass der öffentliche Dienst jetzt wieder der Vorreiter in der Tarifrunde ist und die größten Abschlüsse macht, das halte ich für
problematisch, weil man ja eigentlich die Produktivität und die Produktivitätszuwächse im öffentlichen Dienst nicht so gut messen kann, wie man die zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie misst oder in der chemischen Industrie. Also da würde ich eben sagen, der öffentliche Dienst muss fair entlohnt werden und er muss auch faire Zuwächse haben können. Aber er darf nicht an der Spitze der Tarifbewegung marschieren, weil eben wir ein Problem haben, die Produktivität da zu messen und weil wir eben auch wissen, dass im öffentlichen Dienst die Leistungsfähigkeit, ich komme aus Berlin, da lacht man dann immer gerne drüber, wenn man über Leistungsfähigkeit im öffentlichen Dienst redet. Aber wir wissen, dass sie auch insgesamt nicht so wächst, wie sie wachsen könnte. Herr Naumer, Sie wollten noch ganz kurzer Zusatz. Wir diskutieren nicht nur Steuersenkungen nicht, wir führen sogar möglicherweise eine neue Steuer ein. Das ist ja noch der Hintertreppenwitz der Geschichte. Also der große Beschluss, den die beiden Finanzminister von Deutschland und Frankreich ja mitgebracht haben, war, man höre und staune, die Einführung einer Börsensteuer. Sie wird nach Schätzungen wenig mehr bringen als die Kaffeesteuer, die es immer noch gibt, die auch eine Bagatellsteuer ist, aber sie wird natürlich Sand im Getriebe sein, wenn es um Altersaufbau, Vermögensaufbau in der Breite, Aktienbesitz und dergleichen geht. Also das ist in meinen Augen die falsche Denke. Und mir fällt noch ein Stück weit der gute alte Josef ein, der dem Pharao rät auf seinen Traum mit den sieben, Sie kennen das, ja, sieben fetten Kühen und sieben mageren Kühe. Also wir haben jetzt zehn fette Jahre, zehn fette Kühe gesehen. Und jetzt kommen möglicherweise ein, zwei magere Kühe auf uns zu. Und da kann man sich doch mal fragen, was haben wir in den letzten 10 Jahren eigentlich gemacht? Also wir haben enorm Ansprüche hochgeschraubt, haben das komplette Rentensystem von den Schultern der Älteren runtergenommen und gesagt, ihr Jungen, ihr dürft dann mal, macht jetzt und zahlt ein. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Also die fetten Jahre sind, und das ist die eigentliche Dramatik, nicht genutzt worden, wenn wir jetzt in die magere Zeit übergehen. Die wird keine 10 Jahre dauern, da bin ich ziemlich optimistisch. Aber sie wird da sein und es sind Strukturfolgen, für die wir bezahlen werden. Wobei ich schon finde, dass man aufpassen muss, dass man nicht abfällig über Politik redet. Also ich halte die sozialpolitischen Beschlüsse dieser Bundesregierung für nicht richtig. Ich halte sie für falsch. Aber sie sind demokratisch legitimiert. Und hinzugehen und zu sagen, das ist alles irgendwie ganz großer Mist gewesen und da ist, die haben uns da was zugemutet und so geht es nicht, das kann man machen. Aber ich glaube, dass man schon respektieren muss, selbst wenn man glaubt, dass die Entscheidungen falsch waren. Es sind demokratisch legitimierte Entscheidungen und das, was wir als Bürger dann tun können, wenn uns das nicht passt, ist eben zur Wahl gehen und es nicht mehr wählen. Und aufzuklären. Aber ich glaube eben, abschätzig über Politik zu reden, ist eine Sünde an der Demokratie. Darf ich nicht abschätzig reden? Selbstverständlich. Aber was Sie beschrieben haben, es ist schlimmer. Denn in der Zeit, in der es uns so gut ging, hat man nicht nur das weitgehend ausgegeben, was eingenommen wurde, sondern man hat Ansprüche gesetzlich geschaffen, die mit heutigen Steuermitteln schon nicht mehr zu finanzieren, beziehungsweise mit den Rentenbeiträgen, die aber dann, wenn die Wirtschaft schwächer wird, uns ganz dick auf die Füße fallen, weil das geht nicht, dass man in guten Zeiten, wenn man in guten Zeiten gut lebt, aber die Zukunft nicht belastet. Darüber kann man streiten, ja, ob man das so machen soll. Aber wenn man die Zukunft vorbelastet und eine schwächere Wirtschaft wird mit den Rentenansprüchen, mit vielen gesetzlich verankerten Ansprüchen Riesenprobleme haben. Wir werden in riesige Finanzprobleme hineinlaufen. Sie dürfen sofort, ich möchte es nur noch ergänzen um eine Frage, denn wir haben einen ganz wichtigen Teil der Konjunktur noch gar nicht angesprochen. Das ist die Thematik, über die auch viel gesprochen wird, nämlich der Fachkräftemangel, den die Industrie, die deutsche Wirtschaft ja so sehr beklagt. Wird sich das eigentlich abschwächen, wenn die Nachfrage nach Produkten made in Germany zurückgeht, Herr Felbermayr? Ja, natürlich, das werden wir schon sehen. Wenn die Industrie weiter schwächelt, dann wird natürlich auch die Industriebeschäftigung weiter schwächeln und dann wird das Fachkräftethema nicht mehr ganz so weit auf der Tagesordnung stehen, wie das jetzt der Fall ist. Aber strukturell ist es natürlich schon so, dass durch die demografische Veränderung hier bei uns der Arbeitsmarkt von morgen, also der jetzige, ein ganz anderer ist als den wir hatten 2005, als es 5 Millionen Arbeitslose gab in diesem Land. Nicht? Also deswegen meine ich, wird das schon ein Zukunftsthema sein, das halt je nach Konjunkturlage mal mehr oder weniger stark einschlägt.
Und wo wir uns fragen müssen, auch für einen Wirtschaftsstandort wie Stuttgart oder die Umgebung Stuttgart, wie wir damit umgehen, welche Migrationspolitik wir zum Beispiel brauchen. Das ist etwas, das jetzt sehr, sehr, sehr defensiv diskutiert wird, immer nur mit den Flüchtlingen vor Augen und der Tragödie 2015. Aber das ist auch etwas, wo man in Zeiten relativer, sozusagen voller Kassen und einer relativ ruhigen Wirtschaftslage hätte strategische Entscheidungen treffen können, wo man weiß, dass diese demografische Zeitbombe irgendwann mal knallen wird. Und das Traurige an der Situation, in der wir sind, wenn wir Journalisten oder als Wirtschaftsforscher die Dinge begleiten, ist, dass wir ja die Demografie vorhersehen können. Ja, das ist das Einzige, was in unseren Prognosen wirklich relativ gut prognostiziert werden kann. Vieles andere ist sehr viel volatiler. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Und dass da wenig passiert, ist schon ein Problem. Es gibt ja noch einen Akteur, der zwischen Industrie, Wirtschaft und Politik, über die wir gesprochen haben, steht. Das ist die Europäische Zentralbank. Denn die Europäische Zentralbank ist ein Akteur, nicht demokratisch gewählt, aber ein wichtiger Spieler. Und jetzt stellen wir fest, Herr Issing, die Inflation bewegt sich, die Zinsen sind und bleiben bei Null. Und deshalb stellt sich die Frage, ist die Europäische Zentralbank mit ihren Methoden und Möglichkeiten am Ende angelangt? Ja, Ihr Schlenker, nicht demokratisch gewählt, missfällt mir natürlich als ehemaliger Notenbanker. Man hat sich entschieden dafür, ich denke aus guten Gründen, schlechten Erfahrungen mit abhängigen Notenbanken in der Vergangenheit, dass am besten ist, man macht eine Notenbank unabhängig, damit es keine Inflation gibt, um es mal einfach auszudrücken. Aber Inflation ist ja nun seit einiger Zeit nicht mehr zu sehen und auf kurze Sicht sieht es auch nicht danach aus. Aber ich habe mal gesagt, Inflation ist wie ein Drache, der schläft, aber nicht tot ist. Ja. Ob und wann Inflation ausbricht, das lässt sich nicht vorhersagen. Das lässt sich nicht vorhersagen. Aber wenn jetzt in Amerika beispielsweise sogenannte Theorien auftauchen, dass einfach der Staat Geld drucken soll und nicht die Notenbanken dafür sorgen sollen, dann ist das eine beängstigende Entwicklung, die nur zu verstehen ist vor dem Hintergrund, dass man bisher keine Inflation sieht und dann denkt man, das ist eigentlich kein Problem mehr, ein für alle Mal. Das ist falsch. Aber die Europäische Zentralbank, denke ich, hat viel zu lange gezögert, aus der expansiven Politik auszusteigen. Nein, sie ist gar nicht ausgestiegen, denn bei gleichen Zinsen, null, wirkt diese Politik ja umso expansiver, je stärker die Wirtschaft wächst. Je stärker die Wirtschaft wächst. Ich gebrauche dafür gerne das Bild, wenn Sie mit einem Auto den Berg hochfahren, das Gaspedal durchdrücken und Sie kommen auf der Ebene an und lassen das Gaspedal immer noch durchgedrückt, Zinsen unverändert heißt das, ja, Sie wissen, was dann passiert. Also insofern ist die Politik der EZB im Laufe der Zeit immer expansiver geworden, statt das zu tun, was die FED getan hat, allmählich das Gas rauszunehmen. Dafür ist es jetzt schon fast zu spät. Denn es könnte ja sein, dass die EZB über kurz oder lang vor dem Problem steht, dass die Wirtschaft schwächelt. Und dann fällt die Geldpolitik ja weitgehend aus, denn die Zinsen sind bei Null. Da kann man nach unten ganz wenig machen. Sie ist vollgestopft mit Anleihen von teilweise fragwürdiger Qualität. Da noch weiteres draufzusetzen, ist sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann fällt also die Geldpolitik für die Zukunft weitgehend aus. Und wenn Sie in Europa umschauen, Deutschland ist in der beneidenswerten Lage, dass wir unsere Staatsverschuldung stetig zurückgeführt haben. Das muss man auch mal auch manchen Kollegen in der Ökonomie sagen. Bei rückgängiger Staatsverschuldung ist das Wachstum gut gewesen. Ja? Es wird immer so getan, als ob das nur auf Kosten des Wachstums geschehen kann. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Die Länder, die immer mehr Schulden aufgehäuft haben, die sind ja nicht besonders schnell gewachsen. Also auch die Fiskalpolitik in der Zukunft in Ländern wie Italien, von Griechenland gar nicht zu reden, die haben da auch keinen Spielraum. Was soll denn dann passieren? Ich möchte mal kurz bei Deutschland bleiben, denn bei der Inflation habe ich den Eindruck, dass schon viele Leute das Gefühl haben, oh, das ist schon gut angezogen. Da wird dann immer gerne bemüht, ja, aber die Kerninflation, also die Energiekosten werden rausgerechnet. Und deshalb, Herr Naumer, die Frage, die Aufgabe einer Zentralbank ist die Bekämpfung der Inflation. Das Mittel ist die Zinsschraube, das Wesen ist die Unabhängigkeit. Haben wir das noch?
perfekt beschrieben. Ob wir die Unabhängigkeit haben, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ob wir das richtige Maß an Instrumenten haben, die richtige Wahl des Instrumentariums, würde ich sagen, ganz klar nein. Und ich glaube, dass wir auch die falsche oder eine sehr eingeschränkte Zielgröße haben. Im Sinne von, nach meiner Einschätzung, unseren Berechnungen müsste der Leitzins schon viel früher angehoben worden sein. Und ich sage ganz ehrlich, lieber spät als niemals. Das wussten schon die alten Griechen. Und lieber jetzt anheben, als gar nicht mehr anheben. Und der Punkt dahinter ist, wir haben in zweierlei Hinsicht ein vollkommen falsches Inflationsmaß, wie ich finde. Wir haben zum Beispiel in der Inflation nicht einberechnet die Kosten für selbstgehaltenen Wohnraum. Also Sie mieten und es geht in den Warenkorb ein, Sie haben eine Immobilie, die teurer wird, die Opportunitätskosten werden teurer, das wird nicht gemessen. Faktisch ist es natürlich so, dass wir diese Inflation haben. Und der zweite Punkt ist für mich fast noch gravierender. Wir haben eine Menge Liquidität im Umlauf. Wir wissen, dass die Banken satt im Geld sind, satt im Geld. Also da nochmal weiter die Zinsschraube ja nicht anzudrehen, sondern gar nichts zu machen und eher nochmal expansivere Signale zu geben, ist unvorstellbar für mich. Warum? Weil doch klar ist Liquidität. Nehmen Sie Wasser, Wasser kommt überall hin und wenn wo ein Widerstand ist, kommt Wasser eben woanders durch und so ist bei Liquidität auch. Das heißt, ich frage mich schon, ja, wo kommen denn die Immobilienpreise her? Wo kommen denn teilweise Preise im Sammlersegment her? Zum Teil müssen wir uns auch am Aktienmarkt schon fragen, was hat hier die Inflation bzw. Liquidität zu tun? Und was ich rede, ist, wir reden von Inflation als Warenkorb und da sage ich, den Warenkorb müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Der trifft es nicht wirklich. Und viel entscheidender ist, wir müssten auf die Vermögenspreisinflation schauen. Das ist das Entscheidende. Und die nächste Krise, wenn sie kommt, ich sehe aktuell keine, aber wenn sie kommt, kommt sie wieder mal über die Vermögenspreisblase und über die Schulden. Das andere, darf ich es mit einer Frage ganz verbinden? Ganz kurz zur Unabhängigkeit, weil ich denke schon, dass wir da in der nächsten Krise, wenn sie kommt und wenn sie Spuren hinterlässt, auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel, dass dann die Unabhängigkeit der Zentralbank plötzlich ein Thema sein wird. Da bin ich ziemlich überzeugt, weil die Instrumente weg sind und weil wir da eine Situation sehen könnten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die Staaten sich weiter verschulden und diese Schulden dann von den Zentralbanken aufgekauft werden. Ein Stück weit haben wir das ja schon. Da ist der Weg zu einer Monetisierung sozusagen der Budgetpolitik oder des Deficit Spending nicht mehr weit. Und ich denke mir schon, dass das etwas ist, dass wir, wo der politische Druck in den USA, da gibt es das schon und in Deutschland wird das auch rezipiert, dass wir im Falle einer größeren Rezession durchaus über die Unabhängigkeit der EZB werden diskutieren müssen. Da schließt sich die Frage an, die ich stellen wollte. Dann wäre das Gegenmodell Bekämpfung der Deflation, Eingriff in den Markt, keine unabhängige Notenbank mehr. Es gibt nicht wenige, die sagen, japanische Verhältnisse, die sind seit 2 Jahrzehnten dabei, ihr Problem in den Griff zu bekommen. Kann uns eine Japanisierung in Europa drohen? Ja, ich glaube schon. Die Frage ist aber, wie furchtbar ist das eigentlich, eine Japanisierung? Ich habe relativ viel mit Japanern zu tun. Man hat nicht den Eindruck, dass das ein armes Land ist, wo es den Menschen schlecht geht. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie das Pro-Kopf-Einkommen anschauen, nicht das BIP-Wachstum, aber das Pro-Kopf-Einkommen ansehen, dann hat sich Japan gar nicht so schlecht entwickelt. Was mich ein bisschen stört in der Diskussion ist, dass wir immer davon ausgehen, Inflation ist so wichtig und 2% am besten oder kurz davor wäre ideal. Nicht? Die Frage ist, ob das sozusagen eine Naturkonstante ist, die in allen Phasen der Geschichte, in jeder Geografie so ist oder ob nicht auch sozusagen eine Welt, in der die Inflation möglicherweise null ist, eine Welt ist, in der sich ganz gut leben lässt. Und ob das Deflationsargument oder Gespenst, das immer bemüht wird, wirklich so gefährlich ist, das wage ich zu bezweifeln. Das hat zwar natürlich in der Geschichte, wenn Sie zurückdenken, in die 20er Jahre, aber eine verheerende Wirkung gehabt, aber das ist 100 Jahre her, in einer ganz anderen gesellschaftlichen Struktur, ohne Globalisierung, in einer ganz anderen technologischen Umfeld. Darum würde ich meinen, da wird vielleicht mehr aus einem Thema gemacht, als da wirklich eine ökonomische Gefahr dahinter steckt. Naja. Wobei die Besonderheit der japanischen Situation ist ja, dass Japan sich vor allem bei Japanern verschuldet hat. Nicht? Also diese Deflationsbekämpfung oder die 20 Jahre Geldpolitik, die werden im Wesentlichen finanziert dadurch, dass Japan sich bei sich selbst verschuldet. Wenn Europa das tun würde, würde sich Europa ja
bei einzelnen europäischen Gesellschaften verschulden. Und die Frage, wie das auf die Dauer wirkt, das haben wir am Griechenland-Problem gesehen oder sehen wir jetzt eben beim Italien-Problem. Also wenn man mit einem Verbund national souveräner Staaten zu tun hat, die jeder für sich ihre Verschuldung organisieren und auf der anderen Seite dann das finanzieren lassen durch eine europäische Zentralbank, die die Anleihen kauft, dann werden eben tatsächlich Schulden am Ende sozialisiert. Und dass das etwas ist, das Europa nicht aushält, das haben wir in Griechenland im Kleinen gesehen. Und wenn wir jetzt eben sagen würden, ich stimme Ihnen zu, dass wir über Deflation vielleicht anders reden müssen, als wir bisher darüber geredet haben, aber der Mechanismus der europäischen Verschuldung und der Frage, wie in Europa Schulden beglichen werden, ist ein fundamental anderer als in Japan. Und es würde eben einfach keinen Konsens geben. Im Gegenteil, es würde Europa vermutlich auseinandertreiben. Die Frage ist, ob es überhaupt einen Konsens geben muss, wenn wir sehen, dass Frankreich, Italien, andere, vielleicht Deutschland auch in 10 Jahren wegen der Rentenversprechung und anderen Dinge sehr viel höhere Staatsdefizite produziert. Und weil die Notenbanken gar keine anderen Instrumente mehr haben, als über Quantitative Easing vorzugehen, diese zusätzliche Staatsverschuldung in die Notenbanken hineinschieben, ja, dann brauchen wir gar keine Diskussion oder na, wenn das den aber Deutschen nicht passt, wird es trotzdem passieren, weil wir die Schulden werden machen müssen, um die Versprechen zu bezahlen. Aber wenn wir in einer Situation sind, in der die Gemeinschaftswährung nicht zu Konvergenz in den Wirtschaftsräumen geführt haben, sondern eben zu Nicht-Konvergenz, also dass sich praktisch unterschiedliche Interessenlagen perpetuieren oder wir ständig mit unterschiedlichen Interessenlagen zu tun haben, dann kann man zwar sagen, wenn Deutschland und Frankreich gleichzeitig und auch Italien der Auffassung sind, wir verschulden uns jetzt mal ordentlich und dann hat man eben den größten Teil des Wirtschafts- und des Währungsraums sozusagen hinter sich. Dennoch ist es eben so, dass wir auch Finnland haben, wir haben Benelux, wir haben möglicherweise andere Länder, die diesen Kurs nicht mitgehen wollen und die können auch ganz schön viel Ärger machen. Also so zu denken, wenn sich da nur ausreichend viele einig sind, dann geht es schon seinen Weg, halte ich auch für riskant. Herr Issing, Sie wollten noch dazu. Ja, ich stimme Herrn Felbermayr zu. Das Drohen mit der Inflation war das Drohen mit einem Gespenst, das gar nicht wirklich existierte. Es gibt x Untersuchungen, unter anderem von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die für die Vergangenheit zeigen, dass es viele Situationen gab, in denen die Preise nicht gestiegen sind, leicht gesunken sind und das Wachstum, Beschäftigung sehr gut waren. Bei Deflation haben wir alle sofort 1930 bis 1933 im Kopf. Das war etwas ganz anderes. Damals sind in Deutschland innerhalb von 2 Jahren die Großhandelspreise um 35% gesunken. Das muss man sich mal vorstellen. Es war eine Beschleunigung der Erwartungen. Morgen ist es billiger, da hat man Investitionen aufgeschoben, Konsum aufgeschoben. In Japan ist davon nichts zu beobachten. Die haben schon seit 20 Jahren jetzt um die Null, ein bisschen mal positiv. Die können damit sehr gut leben. Die 2% der EZB, das war ja mein Vorschlag damals beim Start, aber die Definition, Verständnis von Preisstabilität war ein Anstieg jährlich unter 2%. Aber das lässt ja offen, ob man mit 1% nicht gut leben kann. Entscheidend ist, dass sich die Tarifpartner, die Investoren, die Kapitalmärkte alle darauf einstellen. Und dann geht es auch mit 1%. Da wollte ich gerade nachfragen, ist nicht der entscheidende Unterschied auch, Herr Naumer, zwischen den 30er Jahren, die Herr Issing angesprochen hat, und heute, dass wir heute, wie wir es vorher besprochen haben, Tarifabschlüsse haben, dass es der Gesellschaft, den Menschen eigentlich sehr gut geht? Selbstverständlich, wir haben ein ganz anderes Wohlstandsniveau, das hilft schon mal enorm. Aber für mich ist nochmal der Punkt, um das wirklich zu durchdringen, was wir gerade diskutieren, was die Geldpolitik betrifft. Die Parallele mit Japan muss man natürlich zu Ende führen. Die Parallele von Japan ist im Prinzip die Münchhausen-Strategie. Also Sie kennen den Münchhausen, ne? Der sitzt im Sumpf mit seinem Pferd und dann ist er am Absaufen und dann nimmt er seinen Haarschopf oder seine Jacke und zieht sich selbst wieder aus dem Sumpf raus. Und daran erinnert mich Japan und das macht mir große Sorgen. Und wenn wir diesen Weg beschreiten würden, wo wir nicht sind jetzt, aber was heißt das in konkreto? Japan, die Zentralbank, ist der größte Besitzer von Staatsanleihen. Das heißt, die Refinanzierung des Staates läuft über die Zentralbank. Linke Tasche, rechte Tasche. Dann hat die Zentralbank gemerkt, hoppla, sind ja gar nicht genügend Staatsanleihen da, was mache ich denn jetzt? Größte Problem, weil sie damit ihren Hochdruck an Liquiditätsvergabe im Prinzip zurückschalten oder ausschalten mussten. Ja, was kaufen sie, wenn sie keine Staatsanleihen mehr kaufen? Sie kaufen Aktien. So,
Und das kaufen sie marktschonend, indem sie einen breiten Korb japanischer Aktien kaufen. Und das stetig. Und das machen sie weiter, setzen sie fort, indem sie die Zinsen lenken. Also es gibt eine klare Ansage, das ist die neue Politik in Japan seit anderthalb, zwei Jahren. Wenn die Zinsen über die Zinsstrukturkurve, also über die Laufzeitenbereiche hinweg über Null gehen, dann machen die einmal mit der Sense durch. Das heißt, du hast dich verspekuliert, lieber Anleger. Da kann man sagen, ja, ist ja eine prima Lösung, damit kann man sich ja top finanzieren. Aber muss ich nochmal überlegen, was heißt das für eine Wirtschaft? Das wichtigste Instrumentarium einer Wirtschaft ist der Preis. In jeder Konsequenz, ob das Realgüterpreise sind, wenn Sie was kaufen, Angebot und Nachfrage, oder ob das der Preis des Geldes ist. Das heißt, Sie haben den Preis des Geldes komplett verzerrt und wundern sich, dass Sie mit dieser Münchhausen-Strategie im Prinzip nicht weiterkommen. Und das macht mir die Sorge, wenden Sie, sprachen Sie an, oder Professor Issing sprach es an, die Theorien, die zum Teil aus Amerika kommen, das Helikoptergeld ist schon mal durchgeklungen und Ähnliches. Das sind genau diese Münchhausen-Strategien. Und wenn wir das machen, dann sind wir in 20 Jahren genau da, wo die Japaner heute sind. Wenn wir sagen, wir stellen uns im Wettbewerb, wir machen unsere Hausaufgaben, dann sind wir nicht da, dass der Staat am Ende alles aufkauft. Denn irgendwann ist der Staat dann vollgesogen mit allen Wertpapieren, ist der größte Besitzer der Unternehmen. Was wollen Sie denn da als, das ist staatsmonopolistischer Kapitalismus. Mehr bleibt da nicht mehr. Da fällt mir ein Thema ein, Frau Weidenfeld. Wenn man den Bogen spannt, Japan, Europäische Union, vielleicht da ein geschlossenes System, Japan, die Europäische Union, eine Wertegemeinschaft. Wir haben es natürlich auch mit einem Konstrukt in Europa zu tun, wo sich Gesellschaften dramatisch verändern, wo es Tendenzen gibt, wo die Ränder am linken und am rechten Rand deutlich stärker ausfransen. Das hat auch viel mit individueller Lebensperspektive zu tun, wenn wir in den Süden Europas gucken. Eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, enorm hohe Jugendarbeitslosigkeit und auch schwächelnde Wirtschaften immer noch. Wo können da Impulse herkommen, um das aufzufangen? Kann das europäisch gelingen oder müssen das die Staaten schon selber leisten? Also es kann europäisch gelingen und das sieht man ja bei der innereuropäischen Mobilität der Arbeitskräfte. Das haben wir in den letzten, davon hat Deutschland in den letzten 10 Jahren dramatisch profitiert, dass es eben eine enorme Migration aus dem Süden in den Norden oder in den Westen gab oder auch aus dem Osten in den Westen. Das sieht man ja. Davon hat Deutschland sehr profitiert. Und wenn wir eben, Sie haben eben gesagt, das Einzige, was man immer weiß, ist, wie sich die Bevölkerung entwickelt. Das hat für Deutschland so nicht gestimmt. Nicht? Wir haben viel, viel mehr Zuwanderung bekommen, nicht nur in der Migrationskrise, sondern eben auch aus den europäischen Nachbarländern, als das in allen Prognosen angenommen wurde. Also man kann Arbeitnehmermobilität tatsächlich als europäische Lösung bezeichnen, wenn man das so bezeichnen will. Auf der anderen Seite haben wir eben einfach, das hat Herr Issing schon angesprochen, wir haben ein Bildungsproblem. Wir fangen mit den Jugendlichen und den Kindern, die wir haben, möglicherweise nicht genug an oder wir bringen die nicht zu Qualifikationen, die sie haben könnten. Also wir nutzen diese Potenziale nicht besonders gut und das ist eben tatsächlich das kann kein europäischer Weg sein. Das muss immer ein nationaler Weg sein und den muss man ernst nehmen. Versuchen wir auch mit Sendungen wie dieser ein bisschen entgegenzutreten, dass man unter dem Motto Finanzbildung ist Verbraucherschutz da auch vielleicht ein bisschen was macht, auch wenn es bei nur allem ein Respekt, ein ich wenig glaube nicht, ist, dass wir hier die 10-Jährigen erreichen. Und wir wissen, man weiß ich ja. Ich twittere später noch. Da kriegen Sie die 10-Jährigen auch nicht, weil mit Twitter kriegen Sie nur Ihre eigenen Kollegen. Nein, ich glaube ganz ernsthaft, wenn man Bildungsprobleme anfassen will und die ernsthaft anfasst, dann fängt man sie bei den unter 10-Jährigen an. Später sich zu beschweren, dass zu wenig Kinder Abitur machen oder zu wenig den Hauptschulabschluss schaffen oder zu wenig ein ordentliches Studium ordentlich bewältigen, das ist dramatisch zu spät. Dann versuchen wir es bei Phoenix über Instagram. Oder wir reden später über die Möglichkeiten. Vielen Dank. Herr Felbermayr, diese nationalen Tendenzen und auch Egoismen, die es in einzelnen Ländern gibt, die machen nicht nur den einzelnen Volkswirtschaften zu schaffen, sondern die bedrohen auch den gesamten Verbund Europäische Union. Würden Sie diese These teilen? Ja, ich glaube schon. Wir haben da natürlich auch hier, gerade in Deutschland, einige Dinge, die wir nicht sehr europäisch angehen. Ne? Wenn Sie Peter Altmaiers
nationale Industriestrategie sehen, schon der Titel national, kommt dann zwar europäisch vor, weitergehend, aber eben im Kleingedruckten nur, ist die Versuchung immer groß zu sagen, wir können das aus eigener Kraft darstellen und wir können unsere Politiker, ja, unser national gewähltes Parlament hat die Lösung für die Probleme. Und ich glaube, die viele Herausforderungen, die wir haben, das muss gar nicht nur der Klimawandel sein, der natürlich global ist, aber auch die Antworten auf geostrategische Herausforderungen aus China, aus den USA, die können nur gemeinsam in Europa gelingen, aus einem möglichst großen Europa, aus einem Europa, in dem auch Großbritannien eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt. Deswegen finde ich diese Rückkehr ins Nationale, finde ich höchst gefährlich. Das ist wahrscheinlich die größte Gefährdung unseres Wohlstands, den wir uns einfallen lassen können. Aber ist das nicht das, Herr Naumer, was wir gerade erleben, was ja offensichtlich zu funktionieren scheint als Gegenmodell des Multilateralismus, nämlich die Vereinigten Staaten, auch China in einer bestimmten Art und Weise machen ihre Märkte zu, machen Protektionismus und scheinen ja auch irgendwie damit durchzukommen. Ist das der neue Weg? Warten wir mal, wie lange das gut geht. Also China macht ja interessanterweise genau die Gegenstrategie, öffnet die Märkte zwar nicht, die sind schon relativ offen, aber sie machen eine Zangenbewegung und wollen Einflussnahme über den Welthandel haben. Ganz klares Konzept. Die Amerikaner gehen den anderen Kurs, wollen sich ja abschotten. Wir zersplittern so ein bisschen, wissen nicht genau, wo wir in Europa hingehören, ist meine Betrachtung. Aber die Erkenntnis dahinter muss sein, dass wir aus unserer Geschichte doch lernen, dass der große Vorteil, das eigentlich wirkliche Geheimnis des Erfolgs von Europa, neben einigen anderen Faktoren, aber hauptsächlich dieses war, dass wir durch den Wettbewerb groß geworden sind. Und zwar über die Jahrhunderte. Der Wettbewerb der kleinen Staatereien, die sich dann langsam zu Staaten zusammengeschlossen haben, die immer wieder Innovationen bringen mussten, um besser zu werden, die anderen zu übertrumpfen. Das ist das wirkliche Geheimnis. Und ich denke, wenn wir das laut werden lassen, wenn wir daran festhalten und diesen Weg weitergehen, dann haben wir eine sehr, sehr gute Zukunft. Davon bin ich fest überzeugt. Müssen wir uns, Frau Weidenfeld, als Europa viel stärker unseren eigenen Interessen zuwenden, die definieren? Und heißt das dann vielleicht auch, dass man sich Russland anders gegenüber verhalten muss, dass man sich der Türkei anders gegenüber verhalten muss? Werden das unsere neuen Freunde, die in der näheren Nachbarschaft liegen? Naja, ob das unsere neuen Freunde werden, da bin ich sehr im Zweifel, weil wir ja der Auffassung sind in Europa, dass der Rechtsstaat, the rule of law, also die Sicherheit, sich darauf verlassen zu können, dass das Recht für jeden gleich gilt. Wir glauben, dass Demokratie und Menschenrechte nicht etwas sind, was verhandelbar ist. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir Russland und die Türkei als engste Bündnispartner, jedenfalls wenn die weiter auf dem Weg gehen, den sie im Moment einschlagen, in absehbarer Zeit sehen werden. Aber was wir eben schon, wenn Großbritannien den Euro, die Europa verlässt, sehen werden, ist eben ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Und da werden natürlich am Rand Partner oder Länder eine Rolle spielen, die wir nie als Partner sehen würden und auf absehbare Zeit auch nicht akzeptieren werden. Aber es spricht ja nichts dagegen, mit der Türkei oder mit Russland ordentliche und gute Handelsbeziehungen zu haben. Und wenn Europa sich eben insoweit öffnet, dass man sagt, es gibt eben diesen deutsch-französischen Kern, der im Moment ja von Herrn Macron und Frau Merkel beschworen wird. Und drumherum gibt es möglicherweise Länder, die langsamer, aber in derselben Richtung gehen. Und dann gibt es eben an der Peripherie Länder wie Großbritannien, wie Norwegen oder auch die Schweiz, mit denen wir eben gleichberechtigte Handelsbeziehungen haben. Und dann vielleicht in einem weiteren Zirkel eben Länder, mit denen wir im Moment sehr, sehr große Probleme haben. Da spricht, glaube ich, nichts dagegen. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, weil es eben auch die europäischen Staaten freier macht in der Frage, was können wir unseren eigenen Wählern im Moment zumuten. Also wir würden mit Ungarn und Polen wahrscheinlich im Augenblick keinen Konsens darüber finden, wie man als demokratischer Rechtsstaat weiter zusammenwächst. Aber dass diese beiden Länder natürlich in der Europäischen Union bleiben, ist ja relativ sicher. Politik, Wirtschaft und Finanzen gehören zusammen. Wir hatten darüber gesprochen, was bei Finanzen wichtig ist zu besprechen, Herr Issing, ist auch die Situation der Banken. Da ist es so ein bisschen ruhig geworden, aber tatsächlich ist es so, einige stehen immer noch als Riesen auf tönernen Füßen.
Haben Sie den Eindruck, dass uns aus diesem Sektor Banken in nächster Zeit Ungemach droht? In nächster Zeit glaube ich nicht. Die nächste Krise wird das zeigen, wie gut wir gerüstet sind. Besser als vor 2007. Ob gut genug, das lässt sich schwer vorhersagen. Aber Deutschland steht ja da nicht gerade groß da. Wenn ausgerechnet in der industriepolitischen Vorstellung des Wirtschaftsministers Commerzbank und Deutsche Bank als nationale Champions gepriesen werden, wird mir schon unwohl. Ja? Der Finanzminister ist das. Bitte? Der Finanzminister. Ja, der Altmaier in seinem Plan ist, sind die beiden genannt, ja, als nationale Champions. Und da beschleicht mich das Gefühl, das heißt, wenn die in Schwierigkeiten kommen, müssen wir sie auf jeden Fall verteidigen. Und das heißt, Steuerzahlergeld steht dann wieder mal in der Verpflichtung. Und das soll natürlich vermieden werden. Und wir haben ja gelernt, wenn die Institutionen so groß werden, dann kann man es nicht pleite gehen lassen. Deswegen jetzt künstlich an der Größe noch zu zimmern, das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Wir haben das Grundprinzip, das ein wichtiger Satz in den Büchern der Ökonomie ist, Herr Naumer, Risiko und Haftung gehören zusammen, an vielerlei Stellen außer Kraft gesetzt. Kriegen wir das wieder rückgängig gemacht oder repariert? Das ist eine philosophische Frage. Wir haben noch 2 Minuten knapp. Das zu beantworten ist der schiere Wahnsinn. Ich habe den Eindruck, dass wir zurzeit nicht in die Richtung gehen, ganz klar. Also die große Herausforderung, vor die uns der Brexit eigentlich stellt, ist genau diese Frage zu stellen. Die große Frage, vor der uns die Währungsunion stellt, ist genau diese Frage, kriegen wir das Haftungsprinzip wieder rein? Und ich habe den Eindruck, wir gehen in die andere Richtung. Wenn wir sagen, wir wollen gemeinsame Budgets haben, wir wollen gemeinsame Arbeitslosenversicherung haben auf europäischer Ebene, wir wollen einen gemeinsamen Bankeneinlagenfonds haben, um Banken übernational quasi aufzufangen, wenn es kriselt, da nehmen Sie Verantwortung und Risiko komplett auseinander. Und das ist immer die falsche Entscheidung. Frau Weidenfeld, was glauben Sie, wäre es an der Zeit, im Bankensektor eine Inventur und Neuordnung anzuzetteln oder es lieber bleiben zu lassen? Ich glaube, dass der Bankensektor inventarisiert werden muss und neu geordnet werden muss. Wir haben in Deutschland einen zersplitterten Bankenmarkt wie in keinem anderen Land. Ich glaube nur, dass die Politik der falsche Motivator ist dafür. Also wenn wir Konsolidierung da sehen, wenn wir Neuordnung sehen, dann muss das aus den Unternehmen selbst kommen. Und der Staat hat in der Finanzkrise sich ja engagiert. Er hat sich auch bei der Commerzbank als Eigentümer engagiert. Das war in dieser Notlage im Nachhinein gerechtfertigt, aber es ist eben in einer Nicht-Notlage, da muss der Staat die Fähigkeit haben, nicht konkurrenzfähige Banken eben auch in die Insolvenz zu schicken. Und wir sehen im Moment mit HSH Nordbank und NordLB die gegenteilige Entwicklung. Also der Staat hat die Kraft nicht und er macht sich gleichzeitig zum Schicksals, zum Deus ex machina bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank. Und ich glaube, das ist genauso falsch. Das waren doch viele interessante und erhellende Gedanken. Wir hätten noch viel zu besprechen. Wir machen das einfach noch mal an anderer Stelle. Frau Weidenfeld, meine Herren, darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für ein Forum Wirtschaft Spezial zum Thema neue Rezession, neue Eurokrise. Darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken hier im Saal und bei Ihnen zu Hause an den Fernsehschirmen. Auf Wiedersehen.